Und da gehen die Boxen auf für das dritte Rennenpreis der Opera Mineralquellen. Cyrus geht an die Spitze, aber jetzt Kampala mit der Führung. Vor Cyrus außen, innen davon Hard Warrior, ganz in Maschi Papaluna. Dann Knappatsch, Astro Boy und schließlich Fokus hinten. Das Siebener Feld, gleich ausgangs des Dresdner Stadtbogens. Mit der führenden Kampala vorn, der Vorteil zwei Längen. Dann geht es innen weiter mit dem Gast aus Tschechien, Hard Warrior. Außerdem galoppiert Cyrus, dann auf Platz 4 auszumachen Papaluna. Dann Knappatsch, die nächsten den Astro Boy und Fokus außen, letztes Pferd. Die Kandidaten Mitte gegenüber mit der Reihenfolge Kampala, alles ohne Veränderung, führt nach wie vor mit zwei Längen Vorteil vor innen Hard Warrior. Dann Cyrus, dann Papaluna vor Knappatsch, dann geht's innen weiter mit Astro Boy und Fokus nach wie vor mit der roten Laterne. Und gleich erreichen die sieben den Dobritzer Bogen, jetzt im Gänsemarsch, wie an der Perlenkette aufgereiht, vom ersten bis zum letzten sieben Längen, würde ich mal sagen. Kampala hat nach wie vor die Spitze inne vor Hard Warrior, dann Cyrus hier auf Platz 3, dann sieht man Papaluna, dann die grün-roten Farben von Knappatsch, der jetzt Boden gut machen kann, und hinten schiebt sich Fokus an die Seite von Astro Boy in, das sind jedenfalls die beiden letzten Pferde. Die erreichen jetzt gleich die Gerade. Vorn kann Kampala zulegen, der Vorsprung fast schon drei Längen, dann Hard Warrior, dann Cyrus und Knappatsch auf dem Weg nach vorn. Die Gerade ist erreicht, jetzt noch bis zur Linie 350 Meter vorn. Kampala im Kampf mit Hard Warrior in der Bahnmitte kommt. Knappatsch außen weiter, Fokus in die Partie. Jetzt marschiert Hard Warrior nach vorn. Hard Warrior mit Kampala und außen wird hier Fokus schnell. Vorn aber ist hier Hard Warrior, denn führt das Rennen nach Tschechien. Gewinnt mit Pascal Jonathan Werning auf Platz 2. Dann noch Kampala vor Fokus. Die nächsten sind Cyrus, dann Knappatsch und viel Abstand dann zu Astro Boy und Papaluna.